So wie die Flut steigt und fällt auch das Schicksal der Krieger. Eure Armee war einer so starken Kraft nicht gewachsen und wurde ausgelöscht. Von ihr bleibt nichts außer toten Leibern und ihrem ruhmlosen Erbe. Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Three Kingdoms. Heute ist der Release-Tag. Und das wollte ich euch gerade eben noch zeigen. Das ist mir nämlich aufgefallen. Das Spiel reagiert auf Events in den Ladebildschirmen. Also Dinge, die ihr im Grunde zuletzt erlebt habt oder geschafft habt. Und ihr erinnert euch ja vielleicht, dass ich hier in dieser unsere Hauptstadt, ehemaligen Hauptstadt Yi, diese eine Armee verloren habe, als Ong Sun San sie erobert hat. Und so wie es aussieht, hat sich das Spiel das gemerkt und erinnert euch quasi nochmal dann daran, dass ihr da eine Armee verloren habt. Finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Bin gespannt, was ihr darüber denkt. So, wir haben also jetzt hier gerade eben erstmals wieder mal gesichert. Ich möchte auch so bald wie möglich hier die Stadt dann ausbauen. Und ich möchte dann auch früher oder später Gongs und San mal einen Besuch abstatten, weil so langsam aber sicher geht der Typ mir echt gehörig auf den Zeiger. Wir beenden mal die Runde. Moment, das hier, genau. Naja, das war die Armee verloren. Im Kampf getötet. Ping. Ihr seht, das sind diese Meldungen quasi, auf die da, so wie es aussieht, die Sprecherin bzw. der Ladebildschirm reagiert hat. Neue Fraktionshauptstadt. Ja, das ist Henei. Henei ist jetzt unsere Fraktionshauptstadt. Wo ist Henei? Das hier ist also unsere Fraktionshauptstadt. Okay. Good to know, die hat wenigstens auch eine Festung. Muss man einfach mal positiv betrachten. Der geht jetzt auch gerade eben. Was soll denn der jetzt von mir? Regelmäßige Nahrungslieferung will der von mir. Eins. Dann macht er einen Nicht-Angriffspakt mit mir und er möchte was noch? Zhuangji? Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Und liebe Leute, ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr heute noch darüber abstimmen könnt auf meinem Kanal, welches der Let's Plays wir fortführen werden. Denn wie gesagt, alle gleichzeitig fortführen, das werde ich nicht hinbekommen. Das ist einfach viel zu viel Aufwand und wahrscheinlich auch total kanalüberflutend, nennen wir es mal so. Deswegen bin ich mal gespannt, welches ihr gerne weitersehen wollt. Wobei ich wiederum dazu sagen muss, dass ich an dieser Stelle hier noch gar nicht weiß, wen ich eigentlich noch alternativ aufgenommen habe. Aber ihr wisst es inzwischen schon. So. Baue ich hier endlich mal hier die Stadt aus. Und wir rücken auf den Feind vor. Ich möchte wissen, was der da drüben so treibt. Okay, bis jetzt sehen wir da nicht so viel. Aber wir können jetzt hier auch was bauen. Was wollte ich denn hier bauen? Ich wollte Dinge bauen, die hier, glaube ich, die Nahrungsmittelsituation ein bisschen unterstützen. Steuererhebung. War das die Steuererhebung? Warte eben nochmal gucken. Ja, das ist die Steuererhebung mit der... weil es hier ein Einkommen aus Landwirtschaft verbessert und ich hier... Einkommen aus Landwirtschaft plus 50% habe. Also machen wir die Steuererhebung hier. Machen wir überall im Grunde Landwirtschaft Boni. Außer das da. Das ist halt Nahrung aus Fischerei, aber das ist egal. Also unsere Hauptstädte. Also das Interessante ist, dass hier halt wirklich die Hauptstädte, wirklich die Quellen für Gebäude sind. Die kleineren Gebiete. Das ist das Interessante, die sind tendenziell eigentlich ziemlich militärisch tough für ihre Größe. Man schaut euch das mal an, das hier ist die nächste Größe. Das ist das Niveau eigentlich schon einer ganzen Armee. Finde ich schon krass. Also diese kleinen Orte sind gar nicht, also das ist glaube ich aber auch die Kritik, die viele Leute hatten an frühere Zeiten, dass die kleinen Ortschaften viel zu leicht überrannt werden können und dass man viel zu viel Arbeit damit hat, sich ständig zu halten. Er will, dass ich dem Krieg gegen das Han-Kaiserreich beitrete. Erzähl mir für 2000, ey, ganz im Ernst, da bin ich dabei.
Und das ist jetzt die Funktion, die ich euch auch mal zeigen wollte. Ich habe nämlich mit denen ein Friedensabkommen vor 7 Runden unterzeichnet. Und dasselbe würde auch kommen übrigens, wenn ich einen Militärzugang mit denen vereinbart hätte oder einen Nicht-Angriffspakt, dann warnt mich das Spiel jetzt, das ist das Tolle an Total War 3 Kingdoms, es warnt dich, was passiert, wenn du ein solches Abkommen brichst, beziehungsweise zu schnell quasi die Abkommen wieder rückgängig machen willst. Und das ist jetzt natürlich das Problem, das kann ich nicht akzeptieren. Minus 16 Unglaubwürdigkeit ist katastrophal. Deswegen muss ich das leider ablehnen, lieber Bruder. Auch wenn er das selber ziemlich doof findet. Aber das müssen wir ablehnen. So, Gongsun San ist eine Koalition mit Zhang Yan eingegangen. Was, der koaliert mit dem Verbrecher? Okay. Das ist, kann natürlich nur bedeuten, dass er uns Druck machen will. Bescheidenheit. Um seinen Namenstag zu feiern, veranstaltet dieser Adlige mit seinen Freunden und Verwandten ein bescheidenes Fest in seinem Haus und bittet sie demütig, ihre eigenen Getränke mitzubringen, um die Kosten zu verringern. Yangxi, okay. Unser Erbe, oder? Ja, das sorgt aber dafür, dass die Leute quasi zufrieden sind. Aber das finde ich so cool. Bitte bringt euren eigenen Schnaps mit. So auf dem Niveau, ne? So, komm, jetzt rücken wir da mal vor und gucken mal. Ah, die Stadt ist nicht verteidigt, so wie es aussieht. Die ist nicht verteidigt. Ja, dann legen wir doch mal los, Leute. Das wollen wir doch noch mal sehen, würde ich mal behaupten. Ich bin auch gespannt, ich glaube, ich werde auch noch eine Abstimmung machen, ob ich das auf Originalchinesisch machen soll in Zukunft oder auf Deutsch. Also wie gesagt, da bin ich auch gespannt drauf, was ihr darüber denkt. So, ja, die Stadt hier hat natürlich mehrere Verteidigungstürme, die angeblich aber auch schon ein bisschen genervt sein sollen, in Anbetracht dessen, was die früher angerichtet haben. Wir gehen natürlich dahin, wo weniger sind, logischerweise, und versuchen auf jeden Fall diese Türme jetzt erstmal aus dem Weg zu räumen mit unserer Artillerie. 1, 2, 3, 4. Genau, die gehen dahin, dann stelle ich die genau dahinter. Machen das wie bei den letzten Malen, die hier so ein bisschen zurückverlagert. Dahin. Keine Schilde zu haben, ist halt echt ein Nachteil. So, du stellst dich noch da dazu, du stellst dich noch da dazu. Und du stehst noch da. Als Nummer 3. Nein, warte mal, wo sind sie denn hier? Hier ist ja die Nummer 1. 2, 3 und 4. Ja, passt. Möge es beginnen. Erstmal müssen die Türme weg. Ihr seht, da stehen schon einige von diesen Kameraden rum. Oh, rücken die etwa aus? Ja, die rücken aus aufgrund unserer massiven Artillerieüberlegenheit. Leider habe ich nicht getroffen, aber das Gebäude hier, warte mal, doch, das Gebäude wird abfackeln, oder? Das ist ein kleines Gebäude, abgefackelt, oder? Feuerschaden hier nimmt zu. Ja, der ist jetzt schon so gut wie erledigt. Unsere Geschosse fliegen. Mal beobachten, wie schnell hier diese Armbrustschützen hier einfach Dinge kaputt machen. Ich frage mich, ab wann meine Leute eigentlich Brandgeschosse einsetzen oder ob die das automatisch tun. Wenn ich auf so ein Gebäude zielen würde. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Kann ich da draufklicken? Nee, könnte ich nicht. Da wäre so ein rotes X. Er hatte die Fähigkeit Brandgeschosse. G.
schießt hier mal auf die da, das nervt so ein bisschen. Okay, der brennt jetzt definitiv. Oh. Ich habe so das Gefühl, dass die Stadt hier wohl abfackeln wird. Das wird wohl auch, wenn es dumm läuft, die kommunalen Werkstätten treffen. Hört mal auf. Ihr schießt wieder auf, wen ihr wollt. Der will sich nicht duellieren, okay. Der brennt jetzt auch schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dass das Ding nicht abfackelt. Ich hoffe, dass das Feuer nicht übergreift. Oh, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich zünd die ganze Stadt an. Wir werden jetzt diese hier niederreiten. Ich habe das Gefühl, ich zünde versehentlich die ganze Stadt an. Ja, tendenziell die ganze Stadt. Ja. Das muss man wohl berücksichtigen. Oh, die machen ihre Angriffsverteidigung schlechter. Eieieiei. Und drüber geroffen, stormt. Da gehen mal gleich mal 100 Mann raus. Was? Okay, das ist der brutalste Ansturm, den ich jemals sah. Ohne Witz. Das ist die gesamte Einheit. Das ist schlicht die gesamte Einheit. Boah, jetzt habt ihr mal gerade eben gesehen, was passiert, wenn ihr diese lockere Formation macht, um Beschuss besser auszuhalten. Und ihr von der Kavallerie gecharged werdet. Scheiße. Wie ist wohl das da? Das ist alles hier schon abgefangen. Den brauche ich jetzt hier nicht mehr noch mehr anzünden. Boah, guck dich das mal an. Was wir ja alles angezündet haben. Und die gegnerische Armee? Ah, ja. Besteht de facto eigentlich jetzt nur noch so ein paar von denen hier. Komm, ganz im Ernst. Wir machen die voll nieder. Schilde hoch. So soll das, glaube ich, funktionieren. Jetzt hier die Blockchance kurzzeitig mal wirklich bis an den Rand getrieben. Feuer einstellen. Oh, sie haben wieder denselben Fehler gemacht, weil sie ja beschossen werden. Oh, ist das geil. Eieieiei. Das ist so brutal. Ja, in dem Fall wirklich einfach nur wie Gras niedergeritten. Wie Gras. Unfassbar. So, ihr geht jetzt wieder zurück, Männer. Überlasst der Armee den Rest. So, ihr rückt vor. Und ihr, wie gesagt, bleibt an ihrer Seite. Die Artillerie hat keine Munition mehr, was in gewisser Weise auch irgendwie gut ist. Jetzt können wir nämlich ja gefahrlos ranrücken. Also wie gesagt, Artillerie macht die ganze Sache halt hier wirklich extrem superior. Ne? Da haben die Zombie halt einfach nichts mehr zu lachen. Ich bin froh, dass das hier nicht abgefackelt ist. Ich habe das Gefühl, dass die Stadt hier noch ordentlich leidet. Bin mal gespannt, wie sehr das noch so sein wird. Das. Wir können noch ein bisschen weiter vorrücken. Alle gemeinsam. Warum läuft der nicht mit vor? Den habe ich wohl vergessen anzuklicken. In der ganzen Action. Schießt mal. Der da hinten muss weg. Keine Lust, jetzt hier unnötig Männer zu verlieren. Zum Glück schießen sie auf die, die Schilde haben. Wobei ihr seht, die machen auch ordentlich Verluste, ne? Also. Mal Zeit, dass meine Armbrustschützen schießen. Aber ich habe keine Munition mehr.
Oh, das ist natürlich ein verdammt guter Grund, warum die nicht mehr schießen. Okay, Scheibenkleister. Ja, dann sollte man was dagegen tun. Die Munition ist uns ausgegangen. Ja gut, wir haben aber auch viel geballert. So, du kommst jetzt mal hierher, mein Freund. Du kommst mal schnell hierher. Die blocken die alle. Aber die werden nicht mehr lange standhalten, die hier. Die werden nicht mehr lange standhalten. Naja, die brechen jetzt zusammen. Mal absitzen, dann kannst du helfen. Weil, wie gesagt, die machen ja einen Bonus gegen Kavallerie. Und wenn er beritten ist, befürchte ich, dass er halt auch darunter leidet. Machen wir hier ein bisschen AE-Schaden, bindende Wut, bam! Kostet es dann gleich mal ein paar Männer. Schieb mal noch mehr Männer drauf, damit die hier die schön die Moral verlieren. Durch unsere unfassbare zahlenmäßige Überlegenheit. Das wirkt ja auch Wunder, wenn die dann immer das Gefühl haben, Scheiße, es sind einfach zu viele. Was wir ja auch sind. Mal her, Kavalleristen. Falls die jetzt hier nicht fliehen, gehen wir von hinten in den Rücken. Aber die wanken nämlich jetzt schon. Okay, wir haben gewonnen. Sehr gut. Dann beenden wir mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Also, sag mal so, wenn wir, wenn da jetzt eine richtige Armee drin gewesen wäre, eine richtige Mauer, was wir ja leider noch nicht gesehen haben, zumindest jetzt in diesem Ablauf des Let's Plays, dann hätten wir wahrscheinlich Probleme bekommen. Ich kann nichts sichern und besetzen, weil ich nicht genug Ablinie habe. Dann besetze ich einfach mal nur so. So, was haben die denn hier drin? Grundbuchamt, was ist das denn? Eine Salzmine. Eine Salzmine, die wird doch tendenziell eher Bonus auf Industrie machen. Reiß das mal ab, ich will eher Industrieboni machen. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt momentan Stufe 3, wir können jetzt auf Stufe 4 upgraden. Kleinstadt, das machen wir. Die bauen wir gleich aus. Wir kommen gleich an und sorgen gleich mal für Wirtschaftsmotorfaktoren. Hoffe ich bloß, wie gesagt, dass wir nicht irgendwie von hinten noch angegriffen werden. Das wäre nämlich sau ärgerlich. Umständen würde es sogar Sinn machen, hier nochmal eine Armee aufzustellen. Wen könnte ich denn da aufstellen? Ihn hätte ich momentan kostenlos zur Verfügung. Er wünscht sich eine höhere Hofposition. Das kann er at the moment vergessen. Ja. Er soll jetzt erstmal seine Männer jetzt hier ausbilden. Dieses Örtchen ist ja auch nicht völlig unverteidigt. Hat schon eine Menge Fernkämpfer. Könnte allerdings auch ein paar Lanzenträger oder sowas gebrauchen. Ah, eine weitere Reform ist möglich. Warte mal, was wollte ich denn machen? Mehr Nahrung durch Fischerei, mehr Nahrungsproduktion per se. Mehr Bevölkerungswachstum. Da kann ich eine Menge Stufe 5 und 4 Gebäude dann quasi machen. Was ist das denn dann? Haltet Einheit frei. Ich gehe mal auf die Teilpacht. Das lässt die Städte dann schneller wachsen. Dann machen wir auch mehr Kohle. Die ganzen Boni, die dadurch generiert werden. Er will Frieden und zahlt mir dafür einen Haufen Kohle. Ganz im Ernst, ich sage nein. Junge, 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 lieber Gongsun San, ich werde bei dir vorbeikommen und du wirst es bereuen, dass du jemals mit mir Krieg gemacht hast. Ich habe nicht angefangen, aber ich werde es beenden.
So, Sao Sao hat Judai in einen Stellvertreterkrieg aufgehetzt. Okay, cool. Dong Min hat mit Wanshu ein Friedensabkommen unterzeichnet. Zhang Yang und Zhen Yang haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Und was ist das hier? Gebäude in Hinei. Jawohl, jetzt ist endlich hier der örtliche Steuereintreiber am Start. Dennoch bräuchte ich irgendetwas, was hier die öffentliche Ordnung nach oben pusht. Irgendwie ein Charakter oder so, der mit einer Armee steht. Ich stelle mal einen auf. Das wäre die Lady Lu. Warte mal. Da ist irgendwas falsch, oder? Ja, da ist irgendwas falsch. Wie ich gerade immer erkannt habe. Was kann denn der machen? Der kann ja öffentliche Ordnung, lokale Komturei machen. Ich möchte, dass er hier definitiv öffentliche Ordnung nach oben pusht in Yuan Shao. Ich mag Hantong nicht. Das ist natürlich ein Problem. Und aus Landwirtschaft. Und aus Landwirtschaft. Wünscht die sich eigentlich. Gibt's ja auch mal einen Job. Zuweisen. So. Jetzt müsste das eigentlich dann wiederum. Ach nee, die machen jetzt das da drüben. Das hat hier leider gar nichts bewirkt. Verdammt. Minus 2 ist nicht so geil. Dann stellen wir mal eine Armee auf und zwar mit ihr bestätigen. Die geht da rein. Jetzt sind wir immer bei minus 1. Das reicht aber nicht. Die hat hier schon ein bisschen Kavallerie. Was hat denn diese Stadt für eine Verteidigungsfähigkeit? Die hat Schildträger. Ja, Schwertkämpfer sind tatsächlich etwas, was denen fehlt. Setzen wir mal ein paar Schwertkämpfer da drauf. Das ist eine weitere Einheit. Muss die öffentliche Ordnung halt irgendwie in den Griff kriegen, ne? So, was ist mit dem da? Der steht da dumm rum. Und will unbedingt hier von uns geroffelstormt werden. Ich mach das nicht mal selbst. Bam! Das hat sich gelohnt, Freunde. Das hat sich gelohnt. Will ich das rekrutieren? Wie viel Schaden habe ich überhaupt genommen? 209 Männer verloren. Ganz im Ernst, das ist nicht spürbar. Ich nehme hier in diesem Fall das Lösegeld. So. Weiter kann ich gerade eben nicht laufen. Will ich auch nicht, weil ich möchte, dass sie auch regenerieren. So, das hier wird es hier ausgebaut. Die Stadt hat eine Festung, das heißt, er kann sowieso nicht sofort dieses Mal angreifen. Hoffe ich. So, warte mal, das könnte ich jetzt ausbauen, aber dann würde halt, weißt du, die öffentliche Ordnungsstrafe noch weiter zum Teufel gehen. Deswegen mache ich das jetzt momentan mal noch nicht. Den mache ich das momentan auch nicht. Warte mal, doch, ich kann ihm weitere Truppen geben. Und wie gesagt, ich glaube, Lanzenträger waren es, die wir hier eigentlich brauchen könnten. Und ich will eigentlich die hier, glaube ich, durch Armbrustschützen ersetzen, weil Armbrustschützen so sehr superior sind. Einheit wechseln. Und hier dasselbe. So, und dann nehme ich hier noch einen Lanzenträger rein. So schnell ist das Geld weg, sage ich euch. So schnell ist das Geld weg. Viele Fernkämpfer haben die hier. Was sind das überhaupt für Fernkämpfer? Bogenschützen, das sind sogar mittlere Infanterie schon. 1, 2, 3. Ja, ganz im Ernst, zum Supporten ist das auf jeden Fall ausreichend. Dann beenden wir mal die Runde. Vielleicht schaffe ich es noch, Gongs und Sun hier eine reinzudrücken. Okay, das kann ich nur anerkennen.
Weil nämlich unser Bruder abgelehnt hat. Deswegen kann man das höchstens anerkennen. Diplomatischer Vorschlag. Regelmäßige Zahlung für einen Nicht-Angriffspakt. Und was will der jetzt schon wieder haben? Er will den Arbeitsvermittler haben. Nee, das lehne ich auch ab. Ich gebe den nicht her. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr meine ganzen Verwalter und so weiter und so fort einsetzen. So. Yang Yang hat uns dann gebeten, dem Krieg beizutreten. Gegen sie, okay. Scheinbar läuft der Krieg für ihn nicht so gut. Unbeweglich, bei der Umsiedlung der Bevölkerung stößt euer Diener auf ein Problem und fordert nun von euch eine Entscheidung. Ein dort lebendes Paar weigert sich, sich umsiedeln zu lassen. Sie hätten dort schon seit Generationen gelebt. Was, also vor allem dieses Paar hat selber, persönlich, seit Generationen, nein, Spaß, gelebt. Was soll man deswegen unternehmen? Ich kann sie nur zum Umzug zwingen, weil ich weder gütig noch wohltätig bin und auch nicht grausam und rachsüchtig. Ansonsten könnte ich sie nämlich auch einfach in Ruhe lassen oder die Nahrungsproduktion reduzieren. Würde allerdings die öffentliche Ordnung verbessern. Oder ich könnte lokaler Schurke werden. Ja, nee, ich kann das halt nur das hier machen. So viel dazu. Kostet mich halt jetzt einfach 500 Kupfer. Aufträge. Folgende Generäle wurden in ihren Aufträgen abgezogen und sind zum Hof zurückgekehrt. Muss ich mal gucken, kann es das sein, dass ich jetzt hier da. Ja, das ist das, das sehen wir es hier quasi, der ist da gerade eben auf dem Rückzug. Steinerner Bogenschütze bekommen, okay. Verdienstvolles Volk. Ja, das war die Diplomatie. So, Freundchen. Könnte gut sein, dass ich dir jetzt hier das Leben zur Hölle mache. Was ist denn da drin? Nicht viel. Das werden wir uns auf jeden Fall noch holen. Shang hat einen Level Up. Er ist ja ein Angestellter. Öffentliche Ordnung für die verwaltete Komturei finde ich gut. Finde ich sehr gut. Oh, und hier geht es jetzt nach oben. Plus 6. Oh, ist das gut? Ist das gut? Das heißt aber auch, ich kann das hier ausbauen. Die nächste Stufe. Ich tue es einfach, weil wie gesagt, ich möchte natürlich meine Hauptstadt gut ausgebaut wissen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, kann ich hier mal genauer begutachten. Sie hat mehr Zufriedenheit dadurch und das hier ist mehr Einkommen aus Landwirtschaft. Aber vielleicht habe ich ja was Besseres. Mehr Nahrungsproduktion. Mehr Bevölkerungswachstum könnte man hier verursachen, ganz im Ernst. Bin ich ja nicht gerade eben fast besser. Oder ist das nur für eine verwaltete Komturei? Das habe ich jetzt gerade eben gar nicht geguckt. Ja, nur wenn sie die Komturei verwaltet und sie verwaltet sie ja nicht. Da weiß ich ehrlich gesagt gerade eben gar nichts. Dann gebe ich ihr das hier. Halt, nein. Das ist das Problem. Sie verwaltet ehrlich gesagt gerade eben gar nichts. Dann rufe ich mal die Aufträge rein. Hanfu. Hat da ehrlich gesagt gerade eben gar keinen Anhänger drin. Ist das hier gelockt? Weil ich so gemacht habe. Na gut, dann beenden wir die Runde, weil ich es falsch rum gemacht habe. Ich bin natürlich auch selber schuld, wenn ich das so mache. Nein, ich werde Liu Huimin nicht zu einer Heirat weggeben, oder? Wobei, es ist gar nicht meine Erbin. Warte mal. Würde mir Geld geben, Lui Dai. Was würde... Ach komm, dann machen wir das einfach. Wir machen das einfach. So, Zhang Yan hat Gong Sun Zhen gebeten, dem Krieg beizutreten. Gegen nochmal jemand. Da hat jemand sehr viel Ärger, so wie es aussieht.
sehr, sehr viele Kriege. Zheng Fang und Guan Ning haben eine Charakterentwicklung gemacht. So, und jetzt holen wir uns hier noch die Salzmine. Das werden wir nicht spielen. Ganz einfach delegieren. Ich kann einen Nachtkampf machen. Die feindliche Armee erhält keine Verstärkung. Die Erkennungsfähigkeit des Feindes wird vermindert. -15% Moral für die feindlichen Einheiten. Krass! Also, ich würde es euch gerne zeigen. Wir zeigen es euch ein andermal. Ich habe leider keine Zeit mehr. Deswegen muss ich das jetzt hier gerade machen. Durfte allerdings auch beim Delegieren uns das Leben sehr viel leichter gemacht haben. Ja, 68 Verluste, ohne Witz. Sichern und besetzen. So, wir haben eine weitere Komturei. Was macht eine Salzmine eigentlich? Die macht Geld durch Industrie. Alles klar. So, Gongs und Sun. Ah, guck mal, wir sind jetzt hier übrigens an der Grenze zu China. Hier oben geht's nicht weiter. Gongs und Sun sitzt jetzt nur noch da oben. Das ist schlecht für ihn. Das heißt, dass er früher oder später keinen Bock mehr haben wird, hier in diesem Spielchen mitzuspielen. Spätestens dann, wenn wir ihm die letzte Stadt weggenommen haben. Okay, liebe Leute, dann sind wir fertig dafür. Ich erinnere euch noch mal daran, ne, stimmt ab auf meinem Kanal, welches der verschiedenen Let's Plays, die ich hier angeboten habe, also ja, letzten Endes weitergeführt werden soll. Und ich sage gleich dazu, dass, also wie gesagt, das Let's Play Together mit Gönner ist da nicht davon betroffen, das ist unabhängig davon. Und stimmt auch ab, welche Sprache ich machen soll. Also ob es Deutsch oder ob ich das Original Chinesisch nehmen soll. Das ist ein eigener, wahrscheinlich ein eigener Poll, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal gucken, wie das genau funktioniert. Also in dem Sinne verabschiede ich mich von euch, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf eure Kommentare und ja, freue mich natürlich auch über jeden, der das Spiel quasi dann auch über meinen Affiliate-Link vorbestellt hat. Oder es vielleicht noch tut, denn es geht ja noch bis zum 31.05. mit dem fetten Rabatt. Darüber hinaus sage ich Dankeschön an alle, die ein Like da gelassen haben, alle, die ja, abonniert haben, favorisiert haben oder auch meine Videos weiterempfohlen haben sollten, an Leute, die das auch interessieren kann. Und ich bedanke mich bei meinen Patreons, die mich immer tatkräftig unterstützen und bei denen wie immer ganz vorne mit dabei. Pastor Pinsi und der Devil4HD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, tschüss und Ade.